Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zurück. In der Zwergenstadt. In der Zwergenstadt Bergstetten. Und wir haben sogar noch Zuwachs bekommen. Guten Abend, Enrico. Guten Abend. Genau, wir waren jetzt letztens hier oben. Ne? Hier waren wir. Hier an dieser Stelle. An dieser Stelle, und ich muss mal ganz kurz den Chat ausmachen. Optionen, Chat-Einstellungen, Chat versteckt. Und der Enrico wollte mir per Telefax den Baum des Lebens zusenden. Denn wir wissen ja jeder, dass... Und der erscheint in jedem Moment in meinem Inventar. Ja, nur klappt das leider alles nicht ganz so gut gerade. Ich bin noch am Rumexperimentieren, aber es klappt leider nicht so gut, wie ich mir das gedacht habe. Das dauert auch nicht so lange. Ja. Brauchst du den nur rüberfaxen? Ja. Hier entsteht jetzt das Burgtor. Sozusagen, weil das Schwierige, liebe Zuschauer, wird sein, dass ich später... Baust du dann das Tor aus hier Dings bauen aus Fichtenholz, oder? Das werde ich wahrscheinlich noch machen. Ja. Aber erstmal muss ich ja ein Tor haben. Für alle, die es jetzt nicht wissen, ich habe ihn ja gerade im Satz unterbrochen. Es wird sozusagen das Gebäude, was ja entsteht, diese Halle der Zwerge, habe ich das richtig ausgedrückt? Richtig, ja, das ist richtig. Ja, das ist ja so ein Kasten, da hier ist der Ton. Es ist ja hier so ein Kasten an sich, aber dieser Kasten, der wird nicht so bleiben, weil ihr habt jetzt bestimmt gedacht, oh, das sieht da ein bisschen komisch aus. Aber, nein, dieser Kasten, der wird noch umhüllt, nämlich kommt ein künstlicher Berg drauf. Und dieser Berg, der sieht 1000-mal schöner aus, als wie jetzt. Das stimmt. Zum Beispiel kann man hier schon sehen, dass man noch zieht man später noch Erde drum und dann bauen wir halt einen richtigen Berg noch drum oder so eine Art Plateau, so eine Art Hügel, damit das alles ein bisschen schöner aussieht und nicht so. Korrekt. Ja, von oben schaut das Ganze so aus. Ziemlich hoch auf jeden Fall. Später müssen wir die Hallen auch gut ausleuchten, denn jetzt seht ihr alles noch super, aber später wird's nicht mehr so toll. Und dann müssen wir alles ausleuchten, da sonst überall Monster spawnen und das wäre nicht so toll. Das ist absolut korrekt. Ah, der Enrico hat mir den Baum des Lebens schon zugesandt. Dankeschön, Enrico. Oh, hat's geklappt. Das ist schön. Das ist doch wunderbar. Jo. So. Den Dünger habe ich hier. Gut, dann werde ich mal hier das Gespräch beenden. Unsere Leitung, unsere magische Leitung. Ich werde mal noch etwas zu mir nehmen. Dankeschön. Vielen Dank. Dir auch noch. Ciao, ciao. So, das ist der Baum des Lebens. Den werde ich jetzt dir mal zuwerfen. Bitteschön. Du hast den wundersamen Dünger und ich werde jetzt hier mal drauf zoomen. Und da ist er. Naja. Er hätte größer sein sollen, denke ich mal. Man kann den noch mit Laub und noch ein bisschen Fantasie kann man den noch größer wachsen lassen. Der wird noch wachsen. Der wächst noch. Und dann würde er richtig schön sein. Aber Bäume brauchen ja ihre Zeit. Das genau, weiß ja jeder. Das stimmt. Aber wir haben unseren Baum des Lebens hier stehen, der uns vor den bösen Horden der Finsternis verteidigt. Korrekt. So, meine Freunde, wie baut man Pfeile? Ich habe hier ein paar Materialien. Das ist doch nicht so schwer gewesen. Was hat er hier? Pfeile, ne? Wie das? Hinten und vorne die Feder, oder? Oder andersrum? So? Oder so? Wie war das? Oder war das so?
Ah, sowas. Feder, Stock, Fahrstein. Bam. Sehr gut. Guten Tag. So, und dann fangen wir jetzt auch mal an, das lästige Säulen hochziehen. Ich werde mir mal aus deiner Umgebung hier mal ein paar Upsala-Klammern. Ich werde mir mal ein paar Zäune holen. Natürlich, natürlich. Ne? Werde mich hier mal ein bisschen buddeln, buddeln, buddeln. Da werde ich mal meinen Esel reinsperren. Und werde dann mal nach Hause reiten. Reisen. Ne? Wo kann man denn hier unbezahlt Stein abbauen bei dir? Max? Hallo? Ja. Ah, okay. Wo steckst du denn gerade? Dann führe ich dich mal zur Mine. Bin gerade am anderen Ende. Ich habe die Mine schon gefunden, glaube ich. Das ist dieser große Eingang, der in Stein gehüllt ist. Ja, so ein Höhleneingang. Höhleneingang? Nee, nee, das ist ein richtiger Eingang mit Dings. Wo bist du denn jetzt? Im Höhleneingang. Witzig, in Minecraft bist du bei einem Höhleneingang. In welche Richtung bist du denn gelaufen? Da, wo der Pfad ist? Ich bin in Nordost, Nordwesten, sage ich schon, Nordost, hier Bergstätten. Hier ist Ah, Bergstedt. keine Kohle. Aber. Natürlich ist er keine Kohle, mein Freund, denn du bist auf einer völlig falschen Stelle. Ich glaube, ich weiß sogar, welche Höhle du meinst. Die ist auch mit Fackeln ausgeleuchtet, wahrscheinlich. Ja, ich brauche nur eine gewisse Anzahl. Ja, dann folgen Sie mir mal. So, 24, das sollte reichen, oder noch mal so. Da bin ich. 30, Weil das ist der 30. falsche Mineneingang. Er sieht zwar richtig schön aus, aber. So. 38. Einmal. Die 6er Folge. 6, also 36, 42. Bam. 42 brauche ich. 42 habe ich. Ich hab schon zu viel. So, ja. Ui, wird ein Haus abgerissen. Dann tue ich mal das Holz nehmen. So, Sticks haben wir ja noch. So, Dankeschön für das Holz. Dankeschön für die Blumen. So, wo darf ich denn mein Pferd platzieren? Dein Pferd platzieren? Autsch. Hier ist ja das Pferd. Das Pferd. Der Esel meinst du? Ja, der kann ja hier so nicht durch. Hier ist eine Werkbank. Tue ich das. Warte, ich klaue jetzt mal deinen Hup. Esel. Ich Nee, entführe nee, den nee, jetzt. nee, nicht entführen, ja. So geht das nicht. Wir entführen den in meinen Staat und da ist er nämlich sicher, da kann er auch nicht rauslaufen. Nein, 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 nicht wegführen, ja. Nein, nicht Der wegführen. Esel ist schon lange weg, der ist schon über alle Berge. Ich habe die Axt immer noch in der Hand. Spüre den Zorn von Brennende Axt. Pythagoras. Armin Pythagoras. So nennt sich diese Axt. So, dann bringen wir mal den Esel in die Stadt und dann zeige ich dir auch gleich den richtigen Mineneingang, wo es Kohle ohne Ende gibt. Da können wir nicht längs. Ich glaube, wir müssen mal über den Hexentower einfach mal laufen. Hier ist ja eine schöne Treppe. Ich glaube, ich hoffe, der Esel kommt auch hoch. Ja, natürlich. So. Wer sich daran erinnert, hier wurde die Hexe getötet. Und da ist ja auch schon wieder die Zwängenhalle. Denn die Zwerge wurden von der Hexe vertrieben. Und jetzt, wo sie tot ist, Können sie wieder können sie wieder betucht? Und zurückkommen der und Baum, der bauen macht sich müssen. schön, ne? Weil der macht. Stell dich Du musst mal, dir nur vorstellen. bleib mal da stehen. Bleib mal neben der Säule so stehen. Genau. Nein, 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 nein. Ja. So. Ja, super. So, Fotoshooting jetzt erstmal hier. So. Screenshot. Super. Denn du musst dir vorstellen, später ist ja noch eine Decke hier oben drauf und dann ist da so ein einziger Lichtschein und der scheint dann auf den Baum drauf. Stimmt. So, und jetzt aber Zeit. Oh, es wird gerade dunkel, denn gehen wir erst.